Ich meine, es gibt nur eine Möglichkeit, diese Erde zu retten, in irgendeiner Weise. Durch Bildung und Kultur. Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Yeti Ketchup. Der Ketchup aus der vollmondgereiften Himalaya-Tomate. Mmh, Yeti Ketchup. Yeti Ketchup. Alles andere ist Wurst. Mmh. Yetis würden Ketchup kaufen. Uhr 18:35. Zurück bleiben bitte. We're in Berlin, so los geht's. Österreich, ihr dürft uns alle gern haben. Bleibt gesund. Ja? Die Hanna und ich, wir sind schon von Kopf bis Fuß auf Blumen eingestellt. Was sind denn deine Lieblingsblumen? Narzissen. Frage von Simon. Warum ließen sich die Mitglieder des Schwimmteams der UdSSR im Jahr 1973 Schnurrbärte wachsen? Um auszusehen wie Mark Spitz? Richtige Antwort. Cool. Ich hasse Tiere unterm Schuh. Wo ist die Banane? Wo? Wo? Wo ist die Banane? Wo? Wo? Live from Studio 6A in Rockefeller Plaza, New York. Doch nur wieder aus Berlin. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuwa Podcast. Es sind ja wahnsinnige Kräfte, die hier wirken. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 105. Leck mich fett, das DDR-Softeis-Special. Ich bin Mario, der Eismann, und hier ist der Mann, der beim Eurovision Song Contest für den Vatikan antritt. Unser Studiotechniker Peter Toperza aus Wien. Ja, servus Mario, servus liebe Höris draußen an den Hörgeräten. Ja, ich bin dankbar für das Angebot vom Heiligen Stuhl und ich werde die komplette Johannespassion singen. Das ist toll, das sind unsere Mitarbeiter. Ich bin jetzt schon stolz auf dich, Peter, und ich drück dir die Daumen für deinen Auftritt in Malmö. Das heißt Malmö. Das ist das Geräusch, das auch Kühe machen, wenn sie hoch auf die Alm getrieben werden. Malmö. Malmö. Ja, ich bin stolz auf dich. Ja, pass auf dich auf und lass dich nicht unterkriegen in Malmö. Und fahr doch aber bitte vorher schon mal den Fahrstuhl hoch. Fahr doch schon mal den Fahrstuhl. Das Mischpult. Fahr doch bitte schon mal das Mischpult hoch, damit wir hier das Mikro auf einer vernünftigen Höhe haben. Dankeschön. Ja, Moment. Ja, sag mal, wo ist eigentlich der Tobias? Der Tobias, der ist heute nicht da. Der Tobias ist nicht da, aber hast du mitbekommen, dass die Flugsaurier wieder unterwegs sind, Peter? Hast du das mitgekriegt? Na, das habe ich nicht mitbekommen. Ist es denn schon wieder soweit? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe gestern bestimmt 10 Minuten mein Auto suchen müssen, weil alle Parkbuchten mit Vogelscheiße bedeckt waren. Und das ist doch eine neue Qualität, muss ich sagen, eine neue Qualität in Sachen Quantität. Es geht voran und früher, als es mir lieb sein kann. Also wir haben das Problem, hier sind sämtliche Parkbuchten mit Bäumen auch überwuchert. Also da stehen Bäume drüber. Und das ist natürlich toll für die Vögel. Ja, da müssen sie nicht mal in der Luft warten, bis ein Auto parkt, sondern sie können sich bequem auf einen Ast setzen. Und dann haben sie natürlich Zeit. Ne? Also so, ich möchte, liebe Höris, gleich ganz am Anfang was vorwegschicken. Unsere Korrespondentin Dominik, die ja sonst sich gegen Mitte der Sendung meldet, ist heute nicht da. Sie ist dienstlich unterwegs, das heißt, ihr könnt jetzt eigentlich abschalten. Ihr könnt eigentlich jetzt abschalten, es sei denn, ihr möchtet das Interview hören, das ich vor einiger Zeit mit dem Mann geführt habe, der vor 11 Jahren mein großes Vorbild war. Als ich mein Softeis-Business, das Eiskombinat, hochgezogen habe. Ich war nämlich vor einiger Zeit in Rostock und habe Sven Kruse von der Eiswerkstatt besucht.
Und die hat wirklich eine irre Erfolgsgeschichte hingelegt. Es ist ein ja, da oben ist das Kult. Ja, es ist nicht nur Kult, es ist ein Kultkult, ein Megakult. Es brummt der Laden, wie man sich das nicht besser vorstellen kann. Dazu gleich mehr hier im Tohuwa Podcast. Und wir haben eine ganz tolle akustische Höripost bekommen. Eine tolle akustische Höripost von Leni aus Saalfeld. Das nachher in der Höripost-Rubrik. Aber bevor wir richtig loslegen können, brauche ich erstmal was zu trinken. Und ich fürchte, wenn ich das richtig hier sehe, was hier neben mir steht, Peter, was hast du denn da heute besorgt? Also heute gibst du mir echt den Rest, ja. Das ist ja wohl das Schlimmste, was du mir je besorgt hast an Getränken. Hier ist das Getränk der Woche. Ich brauche ja schon was, um meine Stimme ein bisschen zu ölen. Und jetzt hast du mir, was ist denn das? Also eine kleine Flasche. Eine kleine Flasche mit einem Kronkorken drauf. Es ist durchsichtig. Es ist also keine Bierflasche, die ja sonst braun wäre. Aber es ist trotzdem Bier. Steht drauf Bier auf Englisch. Premium ist schon mal gut. Premium kann ja nicht schlecht sein. Aber, und jetzt geht's schlimm weiter, Ginger Bier. Das ist Ingwer Bier. Das ist nicht dein Ernst, oder Peter? Muss ich das wirklich jetzt trinken? Ja, du musst gar nichts, aber das ist halt das Getränk der Woche und du musst es jetzt schon einmal kosten, gell? Damit du den Hörriser Bescheid sagen kannst, ob das was ist oder ob das nix ist. Aha, ja. Na gut, mit natürlichen Aromen einer Mischung von 3 Ingwer-Sorten. Originalrezeptur kräftig und Ingwer-scharf. Perfekt gemixt mit Wodka, Rum oder Gin. Also man soll das eigentlich mixen. Das ist für Drinks gedacht. Hast du wenigstens jetzt Wodka und Gin auch noch da oder nicht? Na, das musst du jetzt pur trinken. Ja, naja, sicher. Das war mir schon fast klar. Also gut, ich mach das mal auf. Auf dem Kronkorken ist ein Baum drauf. Warum ist da ein Baum drauf? Ach so, Fever Tree, Fieberbaum. Da ist die Firma, ist aus München. Eine Münchner Firma, ja gut, ich mach mal auf. Ja, schön. Aber damit matsche ich mir jetzt nicht extra noch ein Glas ein. Ja, das wäre zu schade drum, das Glas. Also es ist trüb, ja, es ist trüb, es ist fast durchsichtig, aber trüb, ich würde sagen, so Zitronenbrause. So sieht's aus, ja, so sieht's aus. Es riecht nach Ingwer. Es riecht ein bisschen wie diese Klosteine, die wir im Betriebsklo haben hier im Studio. Riecht Ingwer nach Klostein? Ich weiß nicht. Also, ich koste jetzt mal. Sprudel ist drin. Es schmeckt tatsächlich scharf nach Ingwer. Oh, ja. Also, naja. Ich hoffe einfach mal, dass das irgendwie gesund ist. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es ist, wenn Aromen drin sind, kann es eigentlich auch nicht gesund sein. Es ist natürlich sehr stark. Also ich würde es wirklich verdünnen. Mindestens mit Eiswürfeln. Vielleicht auch mit reinem Leitungswasser. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass meine Stimme jetzt sich besser anfühlt, aber das tut sie eigentlich nicht. Ihr müsst jetzt hier durch. Okay. Ja, danke schön, Peter, für diese super Idee mit dem Ingwerbier. Gingerbier heißt es ja. Und schöne Grüße nach München. Ja, gut. Der Spiegel hat gefragt: Aktuelle Forschung. Sollten Paare im selben Bett schlafen? Ein harter Schnitt, ja. Sollten Paare im selben Bett schlafen? Das fragt tatsächlich der Spiegel. Was sagst du dazu, Peter? Also ich finde, es ist am besten, wenn einer im Bett schläft und der andere unterm Bett. Da gibt's weniger Stress und es gibt keinen Streit um die Decke. Das ist durchaus ein interessanter Vorschlag. Einer schläft auf dem Bett und der andere unten drunter. Das kann durchaus funktionieren. Ich weiß es nicht. Liebe Höris, habt ihr Erfahrungen? Wie schlaft ihr im Bett? Schlaft ihr getrennt? Schlaft ihr in getrennten Zimmern, in getrennten Wohnungen, in getrennten Häusern? Oder doch unter einer Decke? Oder schlaft ihr im gleichen Bett mit 2 verschiedenen Decken? Das ist ja auch eine Kardinalsfrage, eine Glaubensfrage. Ja, also wie schlaft ihr, wenn ihr ein Paar seid? Und viel wichtiger, wie schlaft ihr, wenn ihr kein Paar seid? Schläft dann einer unterm Bett oder einer auf dem Bett oder in getrennten Zimmern? Schreibt uns bitte post@tohuwapodcast.de. Wir möchten das gerne wissen. Wie schlaft ihr im Bett, wenn ihr ein Paar seid oder auch nicht? So. Und ich habe etwas Tolles gesehen bei einem Versandhaus. Ein Luxusversandhaus. Muss ich gestehen, ein Luxusversandhaus. Da gibt's jetzt den Schreibtisch von Albert Einstein. Den kann man dort bestellen. Den Schreibtisch von Albert Einstein. Okay, es ist eine Replik, es ist ein Nachbau, es ist nicht das Original, aber es ist übertitelt mit Arbeiten wie das Genie. Einsteins Schreibtisch, Arbeiten wie das Genie. 1,33 Meter lang, 66 Zentimeter breit, Höhe 72 Zentimeter, Beinhöhe 62,5. 3 Schubladen,
lackiertes Buchenholz und das Ganze limitiert auf nur 499 Exemplare. Es hat für das 500. Exemplar nicht mehr gereicht, aber immerhin stolze 998 Euro plus Versandkosten. Das sind wahrscheinlich dann 1000 Euro Versandkosten nochmal dazu. Dieser Schreibtisch ist also eher schlicht, ja, ganz schlicht, entworfen von dem jungen Architekten Konrad Wachsmann. Den hat der gebaut, also entworfen und gebaut für Albert Einstein, als der in Kaputt bei Potsdam lebte. Also in seiner Wohnung in Kaputt, also die Wohnung war nicht kaputt, sondern Kaputt heißt dieser Ort bei Potsdam, in dem Albert Einstein sein Sommerhaus hatte. Und der auch das gesamte Sommerhaus hat er gebaut. Ne? Dieser Konrad Wachsmann hat das gesamte Sommerhaus gebaut. Und Einstein hat ja so Vorgaben gemacht. Er sollte also schlicht sein, dieser Schreibtisch. Und das Möbelstück sollte groß genug für eine Tischplatte und zwei Zettelkästen sein. Sowie genau drei Schubfächer. Das war ganz wichtig. Drei Schubfächer, kein Schubfach mehr. Und zwischen 1929 und 1933 verbrachte also Albert Einstein in diesem Haus seinen Sommer. Und jetzt wird das Ding wieder hergestellt in einer kleinen Manufaktur in Polen. Und Einstein hat ja damals gesagt, wenn ein unordentlicher Schreibtisch einen unordentlichen Geist repräsentiert, was sagt dann ein leerer Schreibtisch über den Menschen aus, der ihn benutzt? Ja, lasst euch das mal durch den Kopf gehen, liebe Höris. Und ich habe übrigens eine 1:1 Nachbildung des Schreibtisches von Ex-US-Präsident Bill Clinton. Mit einer so großen Aussparung unten, da passen nicht nur die Beine drunter, sondern ein ganzer Mensch. Das ist mein Schreibtisch. Letzte Woche war ich in Frankfurt. Ich bin nach Frankfurt gefahren mit dem Zug, selbstverständlich. Es war eine familiäre Angelegenheit, in der ich unterwegs war mit dem Regionalexpress. Verschiedene Züge, die ich da nutzen musste. Und im Regionalexpress 9 von Halle nach Kassel war es relativ eng. Ich hatte einen Sitzplatz bekommen, weil ich bin gleich am Anfang, als der Zug quasi, der ist in Halle gestartet, war ich mit der Erste, der dort eingestiegen ist, hatte noch einen Sitzplatz bekommen und dann wurde er immer voller und man wäre auch gar nicht mehr rausgekommen. Ich war froh, dass ich da in der Ecke knietschte, ja, auf diesem Sitz und hatte dann noch Gepäck dabei, auf mir drauf und so weiter und hatte auch einen Stecker zwischen den Beinen oder am Bein, den ich mit meinem linken Knie beschützen musste vor anderen Menschen, die sich dann links neben mich gesetzt haben. Und da hat sich dann tatsächlich eine junge Frau aus der Mongolei neben mich gesetzt. Die hat dann, ob es jetzt unfreiwillig war oder nicht, weiß ich gar nicht. Aber sie hat auf jeden Fall, sie hat gegen mein Bein gedrückt. Ja, sie mit ihrem rechten Bein gegen mein linkes Bein. Und es war wie so Fingerhakeln ohne Finger. Oder wie Armdrücken ohne Arme. Es war Beindrücken. Ja, es ging quasi ich nach links, sie nach rechts. Und es ging, ja, weil man halt irgendwie sich irgendwie arrangieren musste. Ich glaube nicht, dass sie da tatsächlich das absichtlich gemacht hat, wobei man weiß es nicht. Ich hätte sie vielleicht mal fragen sollen, ob ihr das Spaß macht, ob man das in der Mongolei, vielleicht ist es ja eine Sportart in der Mongolei, Beindrücken, weiß ich nicht mehr. Und ein paar Sitze weiter auf der anderen Seite des Ganges saßen zwei Kinder, die haben von ihrer Mutter ein Tablet in die Hand bekommen und konnten darauf Ghostbusters gucken. Ich habe das nur akustisch wahrgenommen, ich habe irgendwie, was habe ich denn gehört, die Musik, ja, die Titelmusik, die habe ich gehört und dann haben sich Leute natürlich unterhalten und habe ich irgendwann rausgefunden, ja, das geht um Geister und Schreie und so weiter. Also es war, ich wusste nicht, welcher Teil das ist. Ich wusste nicht, ist es der erste, der zweite, der dritte, ist es, welcher Teil ist es, bis ich dann rausgefunden habe, es sind eigentlich nur Frauen zu hören. Also muss es dieser komische Frauen-Ghostbuster-Film gewesen sein, der dann auch gefloppt ist an den Kinokassen. Ich glaube 2016 oder sowas haben sie ja mal zwischendurch, bevor jetzt diese neue Version wieder ins Kino kam, gab es ja mal so einen Film mit Frauen-Ghostbusters. Ich glaube, es war wohl der, aber rein vom Hören her. Ich habe es nicht, ich weiß nicht mehr genau. Ich konnte nichts davon sehen. Und das war das Entertainment, das ich dann so zum Teil noch mitbekommen habe. Bei der Rückfahrt, als ich von Frankfurt wieder zurück bin, sehe ich auf dem Bahnsteig und dann auch im Zug, die sind dann an mir vorbeigelaufen, so zwei Typen. Und ich sage mir, die Typen hast du schon mal irgendwo gesehen, wer ist denn das? Das müssen Prominente sein, die ich aber nicht kenne vom Namen her, aber die kamen mir irgendwie bekannt vor. Das waren zwei Typen, die ungefähr gleich alt, würde ich sagen, Outfit total 80er Jahre mäßig mit so Ballonseide-Trainingsjacken, diese bunten Ballonseide-Jacken, Nickelbrille auf,
nennt man das Nickelbrille, also so ganz typische, markante Brillen, beide auf, also wie aus dem, frisch aus dem Fasching rausgefallen. Und die haben, glaube ich, irgendwie Reality-Hintergrund oder was, also ich weiß nicht, also so prollmäßig, ne? 80 Jahre prollmäßig, ich weiß nicht, ob sie einen Oberlippenbart hatten, ich glaube nicht, aber ich meine, ich habe die mal irgendwo auf irgendeinem Privatsender gesehen und wer weiß, wie die Typen heißen, wer das ist, bitte post@tovapodcast.de. Zwei Typen, junge Typen, Trainingsjacke, bunt, türkis, rot, ich weiß nicht, ne, also, die waren da im Regionalexpress dann. Und wer weiß, wie die heißen, schreibt bitte an post@tovapodcast.de. Und was ich noch dann im Zug beobachten durfte, war dann der schönste Job Deutschlands. Also der absolut schönste und beneidenswerteste Job, den man sich überhaupt vorstellen kann. Der Regionalexpress ist ja normalerweise relativ voll. Ja, also es ist selten, dass man mal vielleicht nachts oder ganz früh morgens, dass er mal nicht so voll ist. Und er ist relativ voll in der Regel. Auch im Gang stehen dann schon mal Leute oder ne, auf der Treppe. Es war ein Doppelstockzug dann und da ist ja eine Treppe sowohl nach oben als auch nach unten. Man kommt um die Treppe nicht herum. Und plötzlich, ich dachte, ich sehe nicht richtig, kommt dann ein Snackverkäufer durch diesen Wagen mit einem Rollwagen, den er vor sich her schiebt. Und das ist ein großer Rollwagen, der den Gang komplett eingenommen hat, von links bis rechts. Hatte alles Mögliche dabei an Snacks, natürlich auch heiße Getränke, kalte Getränke, alles. Und hat er versucht, sein Zeug loszuwerden. Und ich kannte das bisher aus dem Flugzeug, aber nicht aus einem Regionalexpress. Und jetzt will der natürlich da um die Ecke, muss er da die Treppe dann hoch. Und da stand halt eine Familie mit drei oder vier Kindern und einem Kinderwagen. Und dann haben die so angefangen, sich gegenseitig heiß zu reden. Ja, ich muss da aber durch. Es ist ja mein Job. Und da hat dann die Familie hat dann gesagt, ja, aber Sie können nicht durch, gehen Sie hinten rum. Und da hat er gesagt, ja, hinten ist er auch voll. Und ist dann, also es ging hin und her, ein paar Minuten hin und her, bis die Familie dann doch letzten Endes erkannt hat, dass es keinen Sinn macht und die irgendwie versucht haben, mit dem Kinderwagen dann die Treppe freizuräumen. Und dann hat er da seinen Rollwagen hochgewuchtet. Ich glaube, da war noch einer dabei, der ihm dann geholfen hat. Also das ist durchaus der schönste Job, den man sich vorstellen kann. Man muss permanent damit rechnen, ein paar aufs Maul zu kriegen oder unverständliche Blicke zu ernten, was ja noch okay wäre, aber es ist schon sicherlich eine Herausforderung, der man jeden Tag gewachsen sein muss. Ich weiß nicht, was sich die Bahn dabei gedacht hat. Vielleicht wäre es einfacher, da doch einen Automaten irgendwie aufzuhängen ans Ende von dem Waggon. Also es war auf jeden Fall sehr seltsam, das beobachten zu müssen. Vor allen Dingen, was macht denn der, wenn da wirklich mal der Zug voll ist mit Leuten, der Gang auch komplett voll steht? Der kommt doch da nicht durch. Was soll denn das? Wenn ihr eine Lösung wisst, was man da tun könnte, auch da post@tovapodcast.de. Das ist unsere Adresse. Und natürlich war ich diese Woche auch wieder schwimmen. Ich habe ihn wieder gesehen, den Bademeister, und habe eine erschreckende Entdeckung in der Dusche gemacht. Und zwar lag auf dem Boden ein Haarbüschel. Als ob sich jemand untenrum rasiert hätte. Ja, da würde ich mir erst Gedanken machen, wenn das Haarbüschel beim nächsten Mal immer noch da ist. Ja, dann würde ich mir auf jeden Fall auch Gedanken machen. Dankeschön, Peter. Das hoffe ich doch nicht. Ich hoffe, dass sie ab und zu mal sauber machen da drin. Ist eine neue Halle oder neu eröffnet. Also ich glaube, da sollte man schon das noch regelmäßig sauber machen. Ist hoffentlich genug Personal da. Aber es war schon komisch, weil man sieht mal so vereinzelte Haare. Ja, vereinzelt da mal ein langes Haar und so weiter. Oder auch mal, ist ja eine Männerdusche. Ich habe mich, glaube ich, noch nicht in der Dusche geirrt bis jetzt. Aber so ein ganzes Büschel, da macht man sich vielleicht doch wieder, warum, wie kommt das da hin? Ja, reißen die sich dann unter der Dusche die Haare aus oder rasieren sie sich ab oder was ist da passiert? Das ist eine Gemeinschaftsdusche, das fällt doch auf. Ja, also Fragen, die man sich dann stellt, Fragen, die da aufgeworfen werden, die meine Fantasie nicht imstande ist zu lösen. Ja, so, jetzt habt ihr alle auf Dominik gewartet, die normalerweise immer für uns aus unserer gemeinsamen Heimat Saalfeld in Thüringen berichtet. Sie ist heute nicht da, sie ist dienstlich unterwegs und stattdessen bin ich mit unserem Firmenjet nach Rostock geflogen, wo ich Sven Kruse getroffen habe. Und Sven Kruse hat sich mit seinem Kumpel Felix Rehberg 2013 mit Original-DDR-Softeismaschinen selbstständig gemacht. DDR-Softeismaschinen, das ist was Besonderes, das ist... Hat nichts mit Nostalgie zu tun, sondern es geht um den Geschmack. Es geht um den Geschmack und des Eises und die Konsistenz. Ja, das ist der Grund, warum wir genau diese Maschinen haben und keine anderen. Und genau im gleichen Jahr wie ich hat er also angefangen und hat seine Eiswerkstatt in Rostock
aufgemacht. Das war damals tatsächlich mein großes Vorbild. Ich habe in der Zeitung davon gelesen und fand das irre, was sie da aufgezogen haben und habe gesagt, das will ich auch. Das muss ich auch machen. Der Unterschied ist, ich habe keinen Laden, sondern bin ausschließlich mobil mit dem Transporter unterwegs auf festen Veranstaltungen und Messen oder auch Festivals und so weiter, klein und groß. Und die Jungs von der Eiswerkstatt, die haben dort mittlerweile 3 Läden in Rostock und sind auch noch mobil unterwegs und verkaufen ihr Eis sogar noch tiefgefroren in Supermärkten rund um Rostock. Also der Laden brummt dort unfassbar gewaltig und deswegen ist diese Folge, die Folge 105 des Tohuwa-Podcasts, pünktlich zum Beginn der Eis- und speziell der Softeis-Saison, die DDR-Softeis-Spezialfolge. Und jetzt übergebe ich das Mikrofon. Hallo, mein Name ist Sven Kruse. Ich bin mittlerweile 37 Jahre alt und vor 10 Jahren haben Felix und ich, mein Geschäftspartner, angefangen, die erste Eisdiele aufzureißen. Das war am Hopfenmarkt und die gibt's heute immer noch. Und wir haben mit alten Original-DDR-Softeis-Maschinen angefangen, Original-DDR-Softeis zu verkaufen. Was heute relativ normal klingt, weil es relativ denn doch wieder mehr jetzt machen, auch durch uns, weil wir natürlich auch viel in den Medien waren, war damals fast unvorstellbar. Ganz viele Leute haben gesagt, wie könnt ihr nur DDR, warum schreibt ihr so überhaupt dran und Mensch ist doch froh, dass es vorbei ist und so weiter. Aber es ging bei uns logischerweise immer nur um das Produkt und nicht um eine Weltanschauung oder dass wir irgendwas wiederholen wollten. Und was soll ich sagen, ab Tag 1 haben die Leute uns die Bude eingerannt. Das war, kann man so sagen, wie es ist. Und seitdem ist ein bisschen was passiert. 10 Jahre später sitze ich jetzt hier mit Mario und mache diesen Podcast. Wir haben 3 Läden mittlerweile und einen Eisbus noch. Wir haben eine Eisproduktion, wo wir halb eine ganze MV mit Frosteis nennen wir das, haben wir es dann genannt. Also tiefgefrorenes Frost-Softeis verkaufen und dort dann einfach auch um im Winter einfach auch irgendwie einen gewissen Umsatz zu machen. Und mittlerweile können wir tatsächlich wir selber und unsere Angestellten davon leben. Und das ganze Jahr. Und das ist natürlich ein Thrill, ne? Das ist natürlich krass. Ich wollte mal sagen, wie kommt man, ich weiß nicht, wo ihr da überall gelistet seid, aber bei Edeka oder was, wie kommt man da rein? Ja, es fing alles damit an, dass wir immer noch ein bisschen Schluck in den Eismaschinen drin haben. Das kennt jeder, der irgendwie schon mal eine Softeismaschine betrieben hat. Und was macht man damit? Zuerst denkt man, oh Mensch, dann schmeißt man es weg. Beim dritten Mal sagt man, nee, ich schmeiß es nicht mehr weg, ich fülle es im Becher ab. Dann füllt man es im Becher ab, dann fragen Leute nach, Mensch, kann man das auch nach Hause nehmen? Dann verkaufst du es für zu Hause, dann kommt die Hygiene, sagt, du musst es deklarieren. So ist der ganze Weg entstanden, dann haben wir es deklariert und dann haben wir es. Natürlich kommen dann auch Leute zu uns im Laden, die im Einzelhandel arbeiten oder auch Besitzer von Edeka-Märkten und so ist es bei uns auch gewesen und haben so, ey, ich würde das gerne bei mir verkaufen, geht das? Grundsätzlich schon, aber wie machen wir das alles? Dann kam der erste Edeka, der zweite Edeka und dann sprechen die Edekas ja auch untereinander. Die treffen sich ja einmal im Monat irgendwie, ganz Rostock, ganz MV und sagen, welche Produkte laufen gut, was läuft nicht so gut. Und immer wurde unser Frosteis wohl lobend erwähnt. Und wir merkten ja auch an den Umsatzzahlen der Produktion. Sonst haben wir es immer halt abends im Laden abgefüllt, was natürlich irgendwann nicht mehr reichte. Okay, dann stellen wir uns mal 2 Eismaschinen im Hintergrund, bauen wir die mal auf. Und dann stellen wir mal jemanden dran, der den ganzen Tag nur produziert, gesagt, getan. 2 Eismaschinen, 3 Eismaschinen, 4 Eismaschinen. 10 Jahre später haben wir jetzt hier 5 Inseln. Insel bedeutet eine Insel, 2 Eismaschinen, 4 bis 5 Festangestellte in der Produktion, die das ganze Jahr lang Eis produzieren, nur für den Einzelhandel und ein Produktionsleiter tatsächlich, der dafür zuständig ist, die ganze Ware einzukaufen, zu kommissionieren, die Leute anzuleiten, Hygieneauflagen, HCC-Konzepte und so weiter und so fort. Also es hört sich immer alles so schön an, aber wenn man größer wird in jedem Bereich, dann kommen auch neue Hürden, was ja auch grundsätzlich total gut und richtig ist. Das schützt ja auch den Verbraucher. Aber dementsprechend sitzen wir jetzt auch relativ viel im Büro. Zumindest mein Geschäftspartner sitzt den ganzen Tag im Büro. Ich bin immer noch eher so an der Front unterwegs und so teilen wir uns die ganze Sache auf und es läuft seit 10 Jahren echt optimal. Also ich habe ja schon erwähnt also in der Anmoderation habe ich ja schon gesagt, dass ich euch ein bisschen so als Vorbild hatte. Wir haben im gleichen Jahr angefangen, das ist total krass. Ich habe das irgendwie im Herbst, nach der Saison, habe ich angefangen, Eis zu verkaufen, stand auf dem Markt und habe natürlich dann auch Reste übrig gehabt und habe die auch dann mal abgefüllt, auch für so ein Restaurant. Man muss es vielleicht mal kurz erwähnen, wie das abgefüllt wird. Also das ist ja eine ganz normale Eismaschine, ne? Wie man sie sieht und wie man sie kennt. Man muss ja dann den Becher runterhalten und dann... Also ganz normale Eismaschine würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Das sind Original-DDR-Softeis-Maschinen, wo früher quasi zu DDR-Zeiten auch Streicheis mit produziert wurde.
aufgrund der Wende dann logischerweise und den sich ändernden hygienischen Bestimmungen oder auch, sage ich mal, den neuen Maschinen, die so aus dem Westen der gesamten Republik oder auch aus Amerika rüberschwappten, wurde dann natürlich das ganz hart unterschieden in Softeis und in Streicheis oder Kugeleis. Diese Unterscheidung gab es jetzt zu DDR-Zeiten, war eher ein bisschen schwammig. Das heißt, diese Maschinen sind eigentlich grundsätzlich, wenn man die Stöpsel oben rausnimmt, ohne Aufschlag, produzieren sie eigentlich Eis, was eine Kugeleiskonsistenz ein Stück weit hat. Also relativ fest, relativ kompakt, schwerer. Und deswegen ist unser Eis oder unser Original, die der Softeis, auch eher in der Kugeleisrichtung anzusiedeln, als in die zum Beispiel total sahnige, aufgeplufte Eis, sag ich mal, Eiskreation wie zum Beispiel dänisches Softeis. Ja, da ist es überhaupt nicht mit zu vergleichen. Das heißt, diesen klassischen Gehirnfrost, den jeder vielleicht noch von früher kennt, wenn er ein bisschen zu schnell das Eis ist, das gibt's bei uns gratis mit dazu. Und deswegen waren die Leute, glaube ich, auch so begeistert, weil es sowas gab, ist dann lange Zeit nicht. Ne? Also diese Art von Eis war nicht mehr da. Es gab ganz viele Italiener in Rostock, die zum Beispiel Kugeleis verkauft haben. Es gab dänisches Softeis. Aber wir haben damit eine Lücke irgendwo gefüllt, die nicht ausgefüllt war vorher. Und jeder, der das einmal irgendwie auch gegessen hatte und kein Problem hatte, dass da oben irgendwie DDR drüber stand, kam dann auch wirklich wieder. Ne? Und dementsprechend haben wir seit 10 Jahren Stammkunden. Wir haben Leute, die kommen täglich zu uns, um Eis zu essen. Jeden Tag. So, und das ist natürlich geil. Also daran merken wir halt, dass wir das, was wir tun, gar nicht so schlecht machen und dass das Produkt auch wirklich ein gutes Produkt ist. Und wenn ein kleiner Junge mit 3 oder 4 Jahren vor mir steht und sagt, er hätte gerne ein DDR Softeis, ist das natürlich auch irgendwie absolut witzig, weil er weiß natürlich überhaupt nicht, was DDR ist, aber er verbindet, also er benutzt das in diesem Kontext und es ist irgendwie, hat er einen Bezug dann dazu und das ist okay und das, da schmunzeln wir natürlich dann drüber und alle anderen schmunzeln auch und viele Großeltern, auch viele Eltern gehen dann mit ihren Enkelkindern oder Kindern in unsere Läden und sagen, guck mal, so haben wir früher Eis gegessen, ne, mit diesen Namenlöffel und so weiter. Also es ist so, wir verkaufen nicht nur Eis, sondern wir verkaufen oder wir stellen auch einen kleinen geschichtlichen Kontext her und sagen, Mensch, diese Eismaschinen, die du da gerade siehst, die sind viel älter als du selber. 86er Bau, ja 87er Bau, das ist doch cool, dass das noch gibt. Also ne, abzeigeln heutzutage oder wie nennt man das? Also dieses, quasi, dass man halt Dinge nicht wegwirft, sondern Dinge benutzt. Und das ist natürlich schön und für uns auch ein schönes Gefühl. Und auch die Rezeptur, die wir verwenden, geht auf 1971 zurück. Da haben wir auch einen guten Kontakt bekommen von damals Carsten Friedrich. Wer ist Carsten Friedrich? Carsten Friedrich ist unser Mechaniker. Ohne den würde nichts laufen, weil ich sag mal so, wenn du heute Kälte-Klimatechniker wirst, dann wirst du nicht an DDR-Softeismaschinen ausgebildet, logischerweise, weil die gibt's ja kaum noch. Und dann haben die Leute natürlich auch, ne, uns sehr nachziehen wollen, aber keine Ahnung davon. Und Carsten war derjenige, der uns auch diesen Floh ins Ohr gesetzt hat, dass das mit den DDR-Softeismaschinen cool ist, dass das Eis geil war, was da rauskam, dass die unkaputtbar sind, kaum Plastik verbaut, alles voller Metall, da kannst du auch mal wirklich einen Wutanfall kriegen und mal gegenhauen, das Ding geht nicht kaputt. Und er selber hat einfach die Expertise, diese Maschinen zum Laufen zu bringen und auch zu erhalten. Und meine einzige Angst ist, dass der Mensch, dass den Menschen irgendwann nicht mehr gut geht und ich keinen Mechaniker mehr habe. Dass er sich übernimmt, ja. Ja, dass er sich übernimmt, weil er ist einfach hochgefragt. Er macht nicht nur Eismaschinen, sondern er repariert auch irgendwelche OP-Säle in Berlin und so weiter. Also dieser Mensch ist irgendwie, kann der aus dem, wir haben ja gesagt, früher kann, oder sagen wir immer noch, der kann dir aus einer Eismaschine einen Kühlschrank bauen und innerhalb von 2 Tagen wieder zurück, sodass nichts passiert ist, so, ne? Und das ist so, ist auch, wenn du mit ihm sprichst oder auch mit ihm die Sachen dann durchlebst, er quatscht auch die ganze Zeit. Also du musst ja auch Ohrenschützer irgendwann aufsetzen, aber das weiß er selber auch. Aber das, was er spricht, hat alles einfach Hintergrund. Das Problem ist, dass ich die Hälfte nicht verstehe davon. Das ist mein größtes Problem an der Sache, weil ich einfach ein Eisverkäufer bin und kein Mechaniker. Aber die ersten 1-2 Jahre haben wir auch mehr geschraubt und mehr mit dem Schraubenzieher in der Hand hantiert als Eisverkauf. Das war so und ich war schon kurz davor zu sagen, Mensch, diese schönen alten Maschinen, das ist ja toll, aber die funktionieren halt nie. Aber es ist halt ein Prozess, es ist wie so ein S50, den man aus einer Garage zieht. Erst springt er an, geil, fährst du 10 Meter, dann kommt das erste, dann kommt das zweite, dann kommt das dritte und bis du den dann so durchrepariert hast, dass er quasi auch lange Zeit gut läuft, dauert es natürlich ein bisschen, ne? Kompressor wechseln, Motor wechseln, Keilriemen und so weiter und so fort. Die ganze Elektronik ist wirklich auch von 86, ne? Da könnte auch die einen oder anderen Kontakte mal kaputt gehen. Mussten wir alles erfahren und war auch alles ein langer Weg. Mittlerweile reparieren wir die Maschinen einmal komplett durch, bevor wir sie in Betrieb nehmen. Die Kohle hatten wir damals einfach nicht. Das heißt, wir haben uns immer gefreut, wenn sie gelaufen ist, dann wieder für 2-3 Tage. Dann haben wir sie wieder 2 Tage repariert. Dann haben wir sie wieder. Und das war auch für die Kunden natürlich auch auf der einen Seite natürlich, oh, was, heute gibt's nur eine Sorte. Ja, die andere Maschine ist leider kaputt. Aber es war natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen
hat man was zu erzählen gehabt, es ist immer irgendwas passiert, es ist nie alles so durchgeflutscht und so einfach gelaufen und damit sind die Leute auch groß geworden, ne? Und wir sind jetzt seit 10 Jahren da, das heißt, die Leute, die damals irgendwie mit 2, 3 zu uns kommen, sind jetzt 13, 14, 15, das heißt, die werden mit diesem Produkt auch wieder groß und werden das dann ihren Kindern auch wieder zeigen. Also ich denke schon, dass das was Nachhaltiges sein kann und auch wird. Gerade in unserem Fall, denke ich, ist das so, weil wir auch so viele Angestellte jetzt haben, die Verantwortung tragen wir natürlich jeden Tag mit, ne? Dass wir die wirklich auch durch den Wind erzählen, dass sie ihre Familien davon ernähren können und so weiter und so fort. Das bohrt uns an, das macht uns stolz. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch ein Druck, der täglich auf uns lastet, weil Eis wissen wir alle. Wann essen wir am liebsten Eis? Wenn die Sonne scheint. Aus diesem Kopf müssen wir, aus diesem Denken müssen wir ein bisschen raus, weil ich will ja auch im Winter mir meine Weihnachtsgans leisten können oder auch quasi meine Angestellten mein Weihnachtsgeld zahlen und so weiter und so fort. Aber das schaffen wir ganz gut durch den Frosteis. Durch das Frosteis, die wir überall platziert haben, haben wir ein regelmäßiges Einkommen. Selbst wenn in den Läden, sage ich mal, gerade nicht so viel geht. Genau. Ihr seid ja auch unterwegs. Ne? Habt ihr die mobilen Verkäufe? Wo seid ihr? Das haben wir ein bisschen zurückgefahren, weil Aufwand und Nutzen immer relativ schwierig zu vereinbaren ist, gerade im mobilen Bereich. Wenn man jetzt sich mal ein Dorffest nimmt, was weiß ich, wo letztes Jahr 1000 Besucher waren und man hat da richtig viel Umsatz gemacht. Und nächstes Jahr ist es dann so, dass es 10 Grad und Nieselregen von vorne ist. Dann macht man halt nicht, nix Umsatz, sondern fährt dahin und hat mehr Aufwand, als im Endeffekt dabei rauskommt. Und deswegen mussten wir ganz klar gucken, welche Veranstaltungen lohnen sich für uns. Was machen wir? Wir haben es ein bisschen umgestellt. Wir haben zum Beispiel so Eistonnen gekauft. Rollende kleine Eiskübel sind das. Die bestückt man mit 100, 150 Frosteis und die verkaufen wir an Unternehmen, wenn sie zum Beispiel eine Firmenfeier haben. Wir verkaufen die an auch, also jeder, der kann diese Frosteistruhe anfragen und wir liefern sie nur aus und holen sie dann leer wieder ab. Das ist für uns und schreiben eine Rechnung. Das ist natürlich ein schönes Geschäft. Wir sind aber auch noch mit unserem Eisbus unterwegs, also sprich Hanse ist hier, große Events und so machen wir auch noch mit, aber alles in ausgewählten homöopathischen Dosen, weil unser Frosteis oder auch unsere Läden sind absolut unser Fokus. Da müssen wir performen, da müssen wir das gute Personal reinbringen und da müssen wir vor allen Dingen auch den Umsatz machen, wenn er dann da ist. Im Winter ist er nicht so da, im Sommer ist er da. Das heißt, wir haben auch dieses Impulsgeschäft logischerweise. Und wir wissen, der Sommer ist jetzt nicht unendlich. Das bedeutet also, wir müssen natürlich den Umsatz dann ziehen, wenn er auch da ist. So, deswegen müssen wir auch entscheiden, was machen wir, in welcher Form und was nicht. Ne? Genau. Klar, mir geht mir genauso. Die fragen mich auch, was machst du eigentlich im Winter? Ja, im Sommer muss die Kohle für den Winter mit reinkommen. So ist das, anders funktioniert es nicht. Ja, genau. Carsten hat mir auch einiges erzählt. Er hat ja eure Maschinen ein bisschen teilweise getuned, dass die, wenn jetzt mal eine größere Schlange da ist, dass das auch nicht plötzlich flüssig wird. Schau mal, wie ist das? Ja, es ist ein größerer Kompressor verbaut. Das bedeutet also, dass die Maschinen leistungsfähiger sind. Also, dass man wirklich, mittlerweile kann man sagen, ist das ein Ferrari, ne? Also, kann keine Maschine, die jetzt, sag ich mal, auch neu gebaut wurde von Cavigiani oder sonst, wie sind ja die führenden Marken, könnte von der Produktionsmasse mit unseren Maschinen mithalten. Das muss man einfach sagen, ne? Und das brauchen wir aber auch, weil wir natürlich dann ab 13 Uhr bis 18 Uhr eine Schlange haben und dann wirklich auch ein großes. Und ein großes kann man sich kurz ausrechnen, immer so knapp 180 bis 200 Gramm Eis. So, und dann rechnen wir mal kurz hoch, 4 große ist ein Kilo. Ein Kilo Eismasse, die innerhalb von 3 Minuten oder 2,5 Minuten aus dieser Maschine gezerrt wird. Das muss die Maschine erstmal schaffen, runterzukühlen und durchzukühlen. Und dann haben wir 3 Maschinen zu stehen und trotzdem schaffen wir es dann immer noch, dass Eis mal weich wird und dann müssen wir sagen, okay, dann nimm doch lieber die andere Sorte, die stand gerade eine Minute, die hat sich wieder gekühlt, ja super. Also es ist dann auch so, dass wir dann auch relativ flexibel auch vom Kopf her das Eis verkaufen müssen. Ne? Also wir können nicht einfach einen Hahn aufmachen und abends um 18 Uhr einen Hahn wieder zumachen und laufen lassen. Nein, wir müssen natürlich Konsistenzen beachten, wir müssen gucken, wie warm ist es gerade draußen. Wir haben die Verflüssiger nach außen gelegt, das heißt, die ganze Abluftgeschichte ist bei uns noch ein bisschen anders. Zum Kühlen der Eismaschine benutzt die Maschine ja Luft grundsätzlich. Und wenn du natürlich immer nur warme Luft reinbringst in die Maschine, kommt auch noch wärmere Luft wieder raus. Dadurch, dass wir die die Abluft nach außen gelegt haben, zieht er sich immer frische, kälte Luft rein. Und die Maschine ist natürlich deutlich leistungsstärker, als wenn man sie einfach nur irgendwo hinstellt und einen kleinen
wie so einen kleinen Ventilator dahinter knallt oder so, ne? Genau. Auch das hat Carsten uns alles eingebaut und mit seiner Expertise konnten wir da wirklich 10 Schritte nach vorne machen. Auch das Arbeiten im Laden, es wurde natürlich deutlich angenehmer, weil wir jetzt nur noch am Tag im Sommer dann plus 30 und nicht mehr plus 45 Grad im Laden haben. Das macht sich auch ganz gut, dass der Schweiß nicht so aufs Eis tropft von den Mitarbeitern. Das ist einfach eine hygienisch einwandfreie Sache dann. Neue Sorte, genau. Ja, also das sind so Entwicklungssachen, die wir in 10 Jahren geschafft haben, wo wir auch sehr stolz drauf sind und was das Arbeiten auch angenehmer macht, ne? Ja, ich habe natürlich auch das Problem, ich verkaufe ja, ich habe mal auf einem Festival verkauft in Chemnitz, da muss man heute 15.000 Leute, zwei Tage. Und ich habe überhaupt gar keine richtige Abluft. Bei mir habe ich immer 10 Grad mehr im Transporter als draußen noch. Das sind immer 45 ohne Probleme. Und die Maschine, da gehe ich dann über, ja, wir müssen ein bisschen nachkühlen und rede dann mit den Leuten, wenn die mal ein bisschen warten müssen. Na, das ist Geld, ne, was man verliert, ne? Ja, das ist leider so, ne? Das ist das, was ich gesagt habe zu Anfang. Du musst die Kohle natürlich dann holen, wenn sie da ist, ne? Und wenn du 2 Tage Festival nur hast, dann musst du auch versuchen, sag ich mal, in der Zeit so viel Eis logischerweise wie möglich an den Mann zu bringen. Und wenn du mit jedem Kunden irgendwie eine Minute sprechen musst, übertriebenermaßen gesagt, ist das natürlich schwierig dann, ne? Also gerade für so ein Festival. Festival wissen wir alle, kostet Standgebühr relativ viel, der Aufwand ist relativ groß, dahin zu fahren, alles aufzubauen. Es ist ein langer Arbeitstag und dann soll sich natürlich auch lohnen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir da jetzt investieren, dann müssen wir jetzt gucken. Wir haben es dann so gemacht, weil jetzt, ne, wir haben die Eismaschinen dann an die Wand gestellt vom Transporter und haben ein Loch reingeschnitten in die Karosserie, das oder in das Metall, dass die Abluft dann gleich nach außen getragen wird, ne? Dass sie gar nicht mehr im Transporter landet, sondern sofort rausgeht. Das war auch eine gute Sache, damit konnten wir auch relativ oder viel schneller werden und wir haben ja auch ein paar Veranstaltungen gehabt, wo auch Eisläden neben uns waren mit anderen Produkten oder anderem Eis. Und wir haben immer die Erfahrung gemacht, dass bei uns immer eine Schlange war. Das war natürlich auch cool und schön. Und woanders es auch gut ging, aber immer kleckerweise. Und wir hatten immer die riesen Schlange und konnten dann nochmal relativ zügig abarbeiten. Das war natürlich ein cooles Gefühl, so, ne? Das macht natürlich dann Spaß. Also Eisverkaufen macht nur Spaß, wenn es schnell geht, wenn es flutscht, wenn es irgendwie, wenn jeder glücklich ist, wenn die kleinen Kinderaugen strahlen, dann ist es perfekter Eistag, ne? Also dann gibt's nichts, was größer ist. Ich kann das nur bestätigen, das ist tatsächlich so. Ich freue mich dann auch, das hatte ich auch mehrfach, dass Kinder, die ja auch bezahlen, wenn sie ein Eis holen, dass die dann nochmal wiederkommen und sich bedanken. Also man wird ja allgemein, die Leute sind ja immer bärbeißiger und trauriger und raufen mit runtergezogenen Mundwinkeln und dann solche positiven Erlebnisse. Aber bei uns doch nicht. Wir haben doch einen richtigen Job dafür. Deswegen, ja. Es ist ja nicht nur verkaufen, das ist ja echt. Muss trotzdem mal fragen, habt ihr auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, dass Leute irgendwie gesagt haben, euer Eis kannst du komplett vergessen? Ja, aber ich sag mal von 10 oder sagen wir mal von 100 Leuten vielleicht 2. Die gesagt haben, ist mir zu wässrig oder ist mir zu dies, zu das, zu jenes. Ja, dann sage ich einfach, kein Problem, nehme ich gerne auf, der nächste bitte. Ja, genau. Vielleicht noch verrückteste Erlebnisse, vielleicht gibt es da noch irgendwas, was wir vergessen haben. Also ich sag mal, was ich jetzt hatte, ich hatte den bekannte Leute mal, der Axel Prahl als Tatort-Kommissar, da war bei mir ein Eis gekauft. Ich habe Franziska von Almsig war mal da, diverse Fernsehteams auch, die man halt so zufällig, also die sind ja nicht eingeladen, die kommen einfach so vorbei und dann guck mal hier, ach so. Und Pferde haben wir mal gegen den Wagen geschissen, das war auch nicht schlecht. Und natürlich die Live-Reparatur auf dem großen Festival mit Carsten Friedrich. Ich habe ihn angerufen, aber zufällig gerade nicht bei euch in Rostock, sondern in Berlin konnte vorbeikommen. Und wenn er nicht gekommen wäre, dann wären wir auch einiges durch die Lappen gegangen. Ja. Also es war, da hat wirklich ein Lager wechseln müssen. Also alles hinten aufmachen und alles ausbauen. Gibt es da irgendwas, was du vielleicht noch sagen könntest? Als wir im Hopfenmarkt haben wir den Laden aufgemacht und wir hatten einen witzigen Nachbarn, der mit nicht da so einverstanden war, dass wir als 2 junge Bengels, die gar keine Ahnung von irgendwas hatten, so hat er uns auch betitelt, dort jetzt ein Eisladen aufmachen wollen und sein Geschäft versauen wollen. Aber ich muss dazu sagen, er hat ein Restaurant und hat ab und zu mal einen Eisbecher verkauft. Also wir wollen, ne, so. Das wäre, also wenn er das richtig beurteilt hätte aus heutiger Sicht, und das weiß er auch, dann wäre das ein Gewinn. Und es war auch ein Gewinn für ihn, weil wir diesen ganzen Hopfenmarkt, nennt sich das, wie so ein kleiner Markt in Rostock, neben der Seitenstraße, neben der Hauptstraße belebt haben. Naja, und er war dann irgendwann so gnatzig, dass er uns ein Dixi-Klo vor die Tür gestellt hat. Direkt vor die Tür. Ich wollte morgens zum Dienst kommen und meinen Laden aufschließen und hatte ein Dixi-Klo vor die Tür. Und das unter anderem. Und das war so das Highlight von der ganzen Sache. Genau, und dann die nächste Aktion war, dass er dann direkt neben unserem Eisladen einen kleinen Holzverschlag aufgebaut hat, wo er dann auch original DDR-Softwares verkaufen wollte, aber aus so Nissei-Maschinen, also so japanischen oder chinesischen Maschinen, wo die Leute dann, oder verschenkt hat das auch mal vor unserem Laden mit so einem kleinen, mit seinem Maskottchen, das musste dann da so mit so einem kleinen Bauchladen Eis austeilen, direkt vor unserem Laden, so nach dem Motto, gehen Sie da nicht rein, nehmen Sie doch das, das ist umsonst.
Aber die Rostocker waren so geil, dass sie, die haben, das wie so eine Art Solidaritätswelle war das, dass alles, was er gemacht hat, und da kann ich noch 10 andere Anekdoten, wirklich, habe ich alles auf dem Laptop auch gesammelt, dass sie so geil waren und dann so das boykottiert haben und dann gerade, also jedes Mal, wenn er eine Aktion wieder gerissen hat, wurde es bei uns voller. Und das war geil so. Das war natürlich, im ersten Moment waren wir geschockt, weil wir waren jung, wir hatten keine Kohle, wir haben Kredit aufgenommen, um den Laden aufzumachen. Und dann kommt so ein älterer, gestandener Gastronom und will einem da so richtig, sag ich mal, ans Bein pissen, auf Deutsch gesagt. Das ist natürlich schwierig, weil es für uns standen ja Existenzen auf dem Spiel, ne? Aber dann hat sich das alles ins Gegenteil gewandelt und wir hatten gehofft, wann macht er denn seine nächste Aktion? Wann kommt dann was Neues? Weil es dann wirklich, dann ging es auch in die Zeitung, ne? Dann hieß das Ganze nachher Eiskrieg auf dem Hopfenmarkt. Weil wir haben ja keinen Krieg gefühlt, wir haben ja nur Eis verkauft. So, wir haben ja nur unser Job gemacht und wollten einen Eisladen aufmachen und, diese Zeitungsartikel zum Beispiel waren von ihm auch initiiert, weil er dann sagen wollte, Mensch, der ganze Müll, der dann entsteht und so weiter. Heutzutage machen wir gar keinen Müll, weil wir nur noch einen Waffelbecher verkaufen, das ist auch cool. Aber es war witzig. Also es war eine witzige, nachhinein eine witzige Aktion und witzige Sachen waren das alles, aber hat es uns nicht geschadet, hat uns eher genützt, ne? Weil dann wird in Rostock quasi eine Solidaritätswelle in Form für die Eiswerkstatt entstanden und alle kamen zu uns. Alle haben gesagt, oh nee, da gehe ich nicht hin, ich gehe da hin. Und wir hatten immer eine Schlange. Und er hatte immer vor seinem Verschlag so ein Leute, zwei Leute, Touristen meistens, die es nicht besser wussten, weil das war ja nun mal nicht das Original. Ich will ja nicht sagen, dass er schlechtes Eis verkauft hat, aber er hat nicht das Original Softeis verkauft, wie wir es gemacht haben. Ne, es war halt anders, ganz einfach so. Ne? Und von daher haben die dann Leute, sind sie dann an unserem Laden vorbei mit dem gekauften Eis vom Verschlag, haben es gesehen, ach ja, Eiswerkstatt, was war der Zeitungsartikel? Ach, das war ja im Fernsehen, haben sie es weggeschmissen und haben sich bei uns angestellt. Also witzig, das war wirklich, ja, das ist so das. Sehr gut. Gibt es noch irgendwelche Pläne? Noch kann man überhaupt noch wachsen in dem Segment oder wollt ihr das überhaupt oder wie sieht's da aus? Pläne ist, dass wir das alles bewahren wollen, was wir jetzt aufgebaut haben, dass wir, wie ich schon zu Anfang gesagt habe, mein primäres Ziel ist immer, dass alle Mitarbeiter glücklich sind und bezahlt werden können, dass wir alle einen guten Job machen. Und ich möchte nicht weiter wachsen. Also ich will höchstens einmal den einen oder anderen Frosteis-Reseller noch mit dazu nehmen. Klar, wenn jetzt nochmal ein Rewe anruft oder nochmal, und ich habe das noch nicht so richtig, dafür in der Region gibt's das noch nicht, dann würde ich das natürlich auch noch mitmachen. Aber grundsätzlich fahren wir jedes Eis ja auch selber aus. Wir produzieren jedes Eis selber und jedes Eis, was ihr dann irgendwie von uns auch esst, haben wir vorher 8-mal in der Hand gehabt. Wir bekleben die Becher selber, wir chargieren die Becher selber, wir rühren das Eis selber an, wir deckeln das ab, wir frieren das ein, wir fahren das aus. Das heißt, es steckt auch ein riesen Aufwand hinter und ich muss immer wieder gucken, Aufwand und Nutzen. Und wenn ich jetzt hier meinen Kühltransporter auf den Rostock losfahren lasse und der fährt dann nachher bis kurz vor Berlin, dann macht es irgendwann vielleicht von der Zeit, vom Sprit und von dem alles keinen Sinn mehr für mich. Deswegen muss ich da gucken, okay, wie stelle ich mich da auf? Wo ist die, ziehe ich die Grenze? Was macht überhaupt noch Sinn? Die Läden will ich so lassen, wie sie sind. Es ist toll, diese Läden zu haben. Die möchte ich nochmal immer wieder, investieren wir ein bisschen in Inventar oder wir streichen sowieso jedes Jahr einmal durch. Wir gucken, dass wir immer auch so ein bisschen up-to-date bleiben, auch mit unseren Toppings oder mit irgendwie neuen kreativen Eissorten, Popcorn-Eis, was weiß ich, Pfefferminz, Schoko-Eis ist so der Renner im Winter. Da wollen wir uns immer weiter verbessern. Die Eisqualität kann man immer verbessern. Man kann immer noch mal so leichte Nuancen stellen, leichte Stellschrauben, dass man sagt, okay, und wir haben ja mal zwei Konsistenzen. Wir haben einmal das frische Eis und einmal das Frosteis. Da muss in beiden Sachen immer gucken, wie verhält sich's da und wie verhält sich's da. Also viele Probeläufe sind dafür sind nötig. Wir sind sehr akribisch dabei, dann auch nach einer Woche, nach zwei Wochen, nach drei Wochen, wie verhält sich das, was passiert nicht und so weiter. Bei minus 10, bei minus 12, minus 20. Das dokumentieren wir alles und von daher hört die Arbeit nie auf in dem Bereich. Und wenn wir jetzt, sagen wir mal, zum Ende der Saison uns jetzt bewegen, bereiten wir ja schon die nächste Saison vor. Also sind jetzt schon wieder dabei, die nächste Saison vorzubereiten und das wird auch dauern, bis dann die nächste Saison wieder losgeht. Und dann erschrecken sie auf einmal alle, oh Gott, es ist März, die Sonne kommt raus, die nächste Saison geht schon wieder los. Mein Gott, wir verkaufen wieder Eis, toll, krass. Ja, so ist das. Ist ja eine große Freude dann auch immer. Wenn du jetzt durchverkaufen würdest, na ja gut, dann... Ist absolut, ne, dieses, was einen oft, sag ich mal, finanziell manchmal ein bisschen zu schaffen macht, dieses Wellen in unserem Geschäft, die Wellenbewegung, ist natürlich irgendwie auch ein Anreiz, weil es dadurch nicht langweilig wird, ne, und die Leute, die bei mir arbeiten oder die für uns arbeiten und die das mit uns zusammen machen, die lieben das ja auch ein Stück, weil du musst schon ein bisschen verrückt sein, um dieses Eisgeschäft mitzunehmen, ne, weil manche vier Leute wollen ja einfach nur jeden Tag irgendwie einen gewissen Ablauf haben. Den hast du hier natürlich nicht, ne? Du hast hier, klar, Arbeitszeiten logischerweise, die wir auch einhalten, aber du hast hier natürlich auch mal ein Festival, was durchknallt. Du hast auch mal einen Winter, der absolut mau ist, weil das nur schneit, nur regnet, nur dies, nur das. Also immer wieder Extreme in alle Richtungen, so, ne?
Und wenn wir dann halt, wie gesagt, eine große Veranstaltung haben und das dann über 2 Tage geht und uns da jeden Tag auseinandernehmen und das ist natürlich geil. Das macht Spaß. Du fährst zwar Mühe nach Hause, aber du bist einfach glücklich. So, und das ist irgendwie cool. Ich bin platt, ich kann dem nichts hinzufügen. Vielen Dank, Sven. Ja. Und schön, dass ich heute mal hier sein konnte in Rostock und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön, dir auch. Sven Kruse von der Eiswerkstatt in Rostock. Ein toller Typ, ihr habt's gehört. Als ob er jeden Tag 20 Interviews geben würde. Er macht das ganz, ganz souverän und mindestens genauso gut verkauft er auch Eis. Die Jungs haben dort ihr Business hochgezogen. Ganz, ganz große Leistung und ganz toll. Und es freut mich für die wirklich, dass das dort so schön funktioniert. Ja, ein toller Typ. Die meisten DDR-Softeisverkäufer sind nun mal tolle Typen. Ja. Oh, das kann man sicher nicht anhören. Ja, jetzt reg dich ab, ja. Lass mich da auch mal ein bisschen, ja. Oh, das ist die Türklinge. Large. Das ist bestimmt die Quizhexe. Lässt du die bitte mal rein? Danke. Ich bin die Quizhexe. Was macht der DJ, wenn du ihn anrufst? Er legt auf. Was? Ist der Cowboy nach dem Friseur? Sein Pony! Was macht der Thüringer Ministerpräsident mit seinem Handy? Ein Foto. Ramelow! Bis bald! Ja, der Bodo Ramelow, der hat ja ein Candy-Handy. Der, was hat der? Na, der spielt doch auf seinem Handy gerne Candy Crush. Also Handy-Candy Crush. Ja, Large, was sagst du dazu? Wie spät ist eigentlich? Uhrenvergleich. Es ist 18.35 Uhr. So lange haben wir hier gequatscht. Ja. Es ist Zeit für die Hörerpost. Die Post ist da. Ja, wir haben einen Fax bekommen von der Tina aus Torquede. Tina aus Torquede. Ah, Tina, okay. Mhm. Und die Tina schreibt, hallo Peter, hallo Mario. Ich habe ein Softeis entwickelt mit Glutamat-Geschmack. Das wäre bestimmt der absolute Renner bei Erwachsenen, aber auch bei Jugendlichen und Kindern. Ich bin gerne bereit, das Rezept für euch zu lizenzieren. Schickt mir gerne ein Angebot. Ja, danke, liebe Tina, aber wir bleiben vorerst lieber bei Schoko-Vanille, so wie die vergangenen 10 Jahre. Und wir haben eine tolle akustische Höri-Post bekommen von unserer Hörerin Leni aus Saalfeld. Und das freut mich im doppelten Maße. Erstens, dass sie das gemacht hat und zweitens, weil es auch pünktlich ist. Pünktlich zum Start der Rhabarber-Saison. Ich mag ja Rhabarber. Ich bin ein ganz, ganz großer Rhabarber-Fan. Und Leni hat das tatsächlich auswendig gelernt. Das berühmte Gedicht, ist es ein Gedicht, ist es ein Vers, ich weiß es nicht, es ist auf jeden Fall lustig, es ist das berühmte Gedicht von der Rhabarber-Barbara. Wer kennt es nicht, wer es noch nicht kennt, wird es jetzt kennenlernen. Leni hat versichert, dass sie das auswendig gelernt hat. Ja, sie trägt das jetzt auswendig vor. Bitte einen kleinen Applaus für Leni. Vorschusslorbeeren. Dankeschön. Für die Rhabarber-Barbara. Hier ist Leni mit der Rhabarber-Barbara. In einem kleinen Dorf, da lebte einst ein Mädchen mit dem Namen Barbara. Barbara war in ihrer ganzen Gegend für einen ausgezeichneten Rhabarberkuchen bekannt. Also nannte man sie auch Rhabarber-Barbara. Genau. Rhabarber-Barbara merkte schnell, dass sie mit ihrem Kuchen Geld verdienen könnte. Also eröffnet sie eine Bar, die Rhabarber-Barbara-Bar. In der Rhabarber-Barbara-Bar gab es schnell Stammkunden. Unter ihnen auch 3 Barbaren kamen so oft in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen, dass man sie gleich die Rhabarber-Barbara-Barbare nannte. Rhabarber-Barbara-Barbaren hatten wunderschöne, dicke Bärte. Wenn sie ihren Rhabarber-Barbara-Bart pflegen, gingen sie zum Barbier. Der einzige Barbier, der so einen Rhabarber-Barbara-Bart pflegen konnte, wollte das natürlich betonen und nannte sich der Rhabarber-Barbara-Barbier. Nach der Arbeit des Rhabarber-Barbara-Bartes geht meist der Rhabarber-Barbara-Barbier mit den 3 Rhabarber-Barbara-Barbaren in die Rhabarber-Barbara-Bar, um von Rhabarber-Barbaras leckeren Rhabarberkuchen zu essen.
Ja, danke, danke Leni aus Saalfeld. Das Ganze geht noch weiter. Das ist noch nicht zu Ende. Es geht eigentlich noch weiter, aber bis dahin hatte sie es auswendig gelernt. Der Rest fehlte ihr noch, das muss sie noch lernen, hat sie mir gesagt. Und sie arbeitet dran und vielleicht ist es ja dann nächstes Jahr zum Start der nächstjährigen Rhabarber-Saison fertig. Also nochmal herzlichen Dank Leni für das Gedicht von der Rhabarber-Barbara. Und der Elton hat mich angerufen, RTL-Moderator Elton hat mich angerufen und gefragt, ob er bei uns eine neue Show moderieren kann, weil er jetzt bei Pro7 rausgeflogen sei und er neben Wer weiß denn sowas in der ARD und 1, 2 oder 3 im ZDF nur noch in 3 weiteren Shows bei RTL zu sehen ist. Und er wollte wissen, wie er den Tova Podcast abonnieren kann. Ich habe gesagt, Elton, das ist überhaupt kein Problem. Wir suchen noch jemanden, der den Wetterbericht für Hamburg und die Deutsche Bucht ansagt. Vielleicht schaffst du ja das Casting, Elton. Also bitte bewirb dich doch bitte mal direkt bei der entsprechenden Casting-Wetterabteilung von Telesibirsk, die das dann handhaben und vielleicht kriegst du dort dann eine Chance. Ansonsten den Tova-Podcast kannst du natürlich abonnieren, wenn du eine Podcast-App auf dein Handy installierst, kostet ja nichts, die sind ja alle gratis, egal, irgendeine Podcast-App drauf, dann suchst du nach Tova-Podcast und klickst auf Abonnieren oder Folgen. Das Ganze geht auf Apple, Spotify, Amazon Music, RTL Plus, auf allen großen Plattformen und bitte, ganz wichtig, sonst funktioniert es nicht, bewertet uns mit mindestens 5 Sternen und schreibt uns eine Bewertung oder vor allem empfehlt uns weiter. Empfehlt uns bitte weiter an alle, die uns noch nicht abonniert haben. Das sind gar nicht mehr so viele, ne? Es wird langsam eng in unserem Abonnentenkreis. Also gebt euch Mühe, strengt euch an. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr uns noch abonnieren. Und ansonsten machen wir jetzt erstmal weiter mit der Schnellradrunde. Peter, bist du soweit? Ja, wofür bin ich soweit? Na, für die Schnellradrunde. Ach so, ja, für die Schnellradrunde. Ja, na sicher, ich bin soweit für die Schnellradrunde. Kannst loslegen, bitteschön. Ja, dann ist hier die Tohuwa-Podcast Schnellraterunde. Erste Frage. Welches heute noch laufende Fernsehmagazin kam als erste Sendung einer westdeutschen TV-Anstalt live aus der DDR? Ja, das war das ZDF-Magazin Wieso. Und zwar am 1. September 1986 haben die live von der Leipziger Messe gesendet. Und die größte Überraschung damals war, die haben, das war das Textilkombinat Textima, die da waren, und die haben dir einen extra Pullover gestrickt. Die haben einen Pullover gestrickt mit dem großen Wieso-Logo drauf und das haben die dann präsentiert. Die Models haben das dort präsentiert und die haben dann das dem ZDF-Team geschenkt. Das fand ich so großartig. Ich habe das neulich erst noch einmal gesehen, weil die haben ja Geburtstag gefeiert bei Wieso und da habe ich das gesehen. Ah, okay, danke Peter, dankeschön. Ja, ist toll, also so ein Pullover hätte ich glaube ich auch ganz gerne. Hat mir gefallen, sehr schön. Was kostet es, wenn du in der Schweiz auf der Autobahn 20 Kilometer zu schnell fährst? Ja, das sind 180 Franken, das sind umgerechnet 184 Euro. Das ist richtig. In Deutschland sind es übrigens 60 Euro. Ja, wenn man in Deutschland zu schnell fährt, 20 km/h auf der Autobahn, dann sind es nur 60. Das ist ein Drittel. Also die Schweizer langen ganz schön zu. Okay, wir bleiben beim Thema. Mit wie vielen Kilometern pro Stunde ist im westfälischen Hagen eine Taube von einer Radarfalle geblitzt worden? Ja, das waren 40 Kilometer pro Stunde. Sie flog 10 km/h zu schnell. Das ist richtig. Ne? Das kostet auch 30 Euro dann für die Taube, wenn sie da erwischt worden wäre. Sie ist ja erwischt worden, aber sie musste, glaube ich, nicht zahlen. Oder hat sie bar gezahlt oder mit EC-Karte? Ich weiß gar nicht mehr. Wie wird die Verwarnung zugestellt? Ja, die Verwarnung für die Taube wird zugestellt mit einer Brieftaube. Das ist richtig. Ja, dann ist vergangenen Montag von der Tagesschau eine Eilmeldung verschickt worden. Und da war aber ein Fehler im System. Worum handelte es sich? Worum ging es in dieser fehlerhaft verschickten Eilmeldung? Ja, in der Eilmeldung stand, es ist wieder kälter geworden. Das ist richtig. Das war die Eilmeldung. Es ist wieder kälter geworden. Eine technische Panne. Kann auch mal in der Tagesschau passieren. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Richtig. Welchen Rekordgeburtstag feierte Gorilladame Fatou aus dem Berliner Zoo am vergangenen Wochenende? Ihren eigenen... Das ist richtig. Wie alt wurde Gorilladame Fatou aus dem Berliner Zoo am vergangenen Wochenende? Ja, die ist 67 Jahre alt geworden. Ja, und das hier sagt der Zootierarzt André Schüle in der Abendschau vom RBB. Sie ist bestimmt der älteste Gorilla der Welt.
Und wie ist Ihr Gesundheitszustand? Der Gesundheitszustand ist dem Alter entsprechend eigentlich sehr gut. Man hat vorhin gesehen, als sie sich auf die Anlage bewegt hat, natürlich alles in einem Oma-Gorilla-Tempo. Also sie geht sehr langsam, sie kann auch die Knie nicht mehr komplett strecken. Einen Ellenbogen hat sich ja auch, arthrotische Zubildung. Also all das, was auch alte Menschen haben. Ja, das ist richtig. Vielen Dank auch für diese Ergänzung. Durch wie viele Schwingungen pro Sekunde wird das Lachen bei Männern erzeugt? Die sind mindestens 1000 Schwingungen. Das ist richtig. Durch wie viele Schwingungen pro Sekunde wird das Lachen bei Frauen erzeugt? Ja, die sind mindestens 2000 Schwingungen. Das ist richtig. Welches Material hat der Künstler Ben Wilson auf dem Boden der Londoner Millennium Bridge entdeckt und mit Farbe zu Kunstwerken verschönert? Ja, der hat festgetretene Kaugummis, hat er da verschönert. Das ist richtig. Wie spät ist es? Es ist 18.35 Uhr. Ja! Bitte aufstehen. Ja, das war die Tova-Podcast-Schnellraterunde. Und die Grüße, die ich mir habe vertraglich zusichern lassen, die gehen in dieser Woche an unsere Korrespondentin Dominik, die auf Dienstreise ist. Viele Grüße, Dominik. Und wir kommen am Ende der Sendung zum Ende der Sendung. Es handelt sich um den Song, den wir nicht spielen dürfen. Ihr wisst ja, aus GEMA-Gründen dürfen wir keine Musik im Podcast spielen. Und deshalb stellen wir einen Song vor, der entweder Peter oder mir oder uns beiden sogar besonders gut gefällt und den wir euch ans Herz legen möchten. Das kann was Altes sein, was Neues sein, was Abgefahrenes ist es auf jeden Fall. Und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Und das Ganze gibt's dann in den Shownotes als Videolink. Da könnt ihr euch das dann anhören und ansehen. Wir machen das Ganze per Zufallsgenerator. Ja, so, wir lassen den Zufall entscheiden. Wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck. Peter, bist du bereit für Schnick, Schnack, Schnuck? Ich bin bereit. Kann losgehen. Gut, dann 3, 2, 1. Schnick, Schnack, Schnuck. Ich hab Papier. Was hast du? Ja, ich hab das Feuerzeug. Ich hab gewonnen, Peter. Ja, es tut mir leid. Ich war bei den Simple Minds. Ich war bei den Simple Minds letzte Woche, die die unfassbare Hits hatten in den 80er und 90er Jahren. Ich denke allein an den Breakfast Club, den Frühstücksclub mit Don't You Forget About Me. Das war ihr größter Hit und sie sind nach wie vor aktiv und die machen auch noch neue Alben und sind auch auf Tour. Und ich habe sie zum allerersten Mal live erleben können hier in Berlin in der neuen Uber Arena. Wenn sie im Taxi zur Uber Arena fahren, dann kriegen sie bestimmt ein Lächeln vom Taxifahrer entgegen. Die früher Mercedes-Benz Arena hieß und seit zwei, drei Wochen heißt sie jetzt Uber Arena. Jedenfalls war ich bei den Simple Minds, es war toll, es war energiegeladen und es gab eine überraschende Vorband und auf die will ich eigentlich hinaus, denn die Vorband, eine schottische Alternative Rock Band, 1980 in Glasgow gegründet, und zu dieser Vorband habe ich meinen allerersten bezahlten Artikel für ein Magazin geschrieben. Das war damals das Jugendmagazin der AOK. Das gab es damals gedruckt in den 90er Jahren. Das war konkret 1997 und da konnte man selber Artikel beisteuern. Ja, ich habe es einfach gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals zustande gekommen ist. Jedenfalls haben die dann sogar mit Bild von dieser Band haben die dann das abgedruckt, und es war halt, ich habe diese Band vorgestellt, oder das Album, das damals rauskam, das hieß Some Other Suckers Parade, 1997 kam das raus. Und mir hat da ein Lied besonders gut gefallen und deswegen hatte ich einfach Lust, das mal vorzustellen. Hab dann also hingeschrieben und die haben da, glaube ich, weiß ich nicht, ein paar Groschen dafür dann bezahlt. Und das Lied, das ich vorstellen möchte jetzt gleich hier, das ist nicht das erfolgreichste. Es hat mir einfach damals gut gefallen. Ich kannte die Band bis dahin auch noch nicht und habe dann so ein bisschen mir was angelesen, angeeignet und habe also auch zwei Lieder noch rausgefunden, die viel bekannter waren. Also Roll to Me zum Beispiel, ein tolles Video auch davon, oder Always the Last to Know, von dem ich glaube, das ist wohl der größte Hit dieser Band ist. Sie haben 7 Studioalben rausgebracht, von denen es 5 in die Top 10 der britischen Charts geschafft hatten. Und weltweit haben sie über 6 Millionen Alben verkauft. Sie sind also keine Unbekannten und sind trotzdem dort bei den Simple Minds in der Vorband aufgetreten. Ich habe die Jahrzehnte, ich glaube mindestens 20 Jahre lang nichts mehr von dieser Band gehört oder gesehen. Plötzlich tauchen die da auf und ich war natürlich hellauf begeistert. Und hier ist das Lied, das ich 1997 etwas beworben hatte, weil es mir so gut gefallen hat, und es war dann tatsächlich auch im Programm, was sie dann vor den Simple Minds gespielt haben, mit dabei. Ich habe es wiedererkannt und war ganz, ganz geflasht und entzückt, dass sie das da gespielt haben. Hier sind Del Amitri mit Not Where It's At.
ein toller Flashback war das aus einer völlig unerwarteten Richtung. Ein schönes Lied, schaut es euch gerne an, das Ganze in den Shownotes verlinkt. Und da ist auch die YouTube-Playlist mit allen bisherigen Songs, die wir nicht spielen durften, ist auch mit dabei, könnt ihr euch auch die noch reinziehen. Wir machen Tschüss für heute und sind in 14 Tagen wieder da und bis dahin verabschieden sich der Peter, der Berzer an der Technik. Ja, und der Eismann aus dem Telesibirsk-Sendezentrum in Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir lieben, ja, es, wir lieben es, wenn ein Podcast funktioniert. Halten Sie Abstand, aber uns die Treue. Tschüss, bis zum nächsten. Tuba, but. Tuva was? Tuva was? Nee, Tuva. Tuva war was? Tuva war Podcast. Tuva war was? Tuva Podcast. Podcast. Der Tuva Podcast ist eine RG28 Produktion. Hergestellt im Auftrag von Telesibirsk.